Beweg dich, Deutschland. So lautet der Titel einer Studie, die die Techniker Krankenkasse am 30. Juli 2013 zusammen mit Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner in Berlin vorgestellt hat. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte dafür im Auftrag der TK bundesweit 1000 Erwachsene nach ihrem Bewegungsverhalten, mit streckenweise erschreckenden Ergebnissen. Mehr als 2/3 der Menschen bewegen sich im Alltag nicht einmal eine Stunde täglich. Wir glauben, dass wenn wir dieses Thema Bewegung als Krankenkasse angehen können, wenn wir es schaffen, versicherte Mitglieder, auch Leute, die noch gar nicht bei uns versichert sind, für Bewegung zu motivieren, profitieren letztendlich alle. Der Versicherte profitiert davon, dass er sich wohler fühlt. Auf der anderen Seite sparen wir natürlich als Krankenkasse auch Geld, wenn gewisse Erkrankungen nicht auftreten oder in ihrer Schwere abgemildert werden dadurch, dass man sich bewegt. Ich denke, trotzdem, dass man viel im Büro ist oder viel, andersrum vielleicht nicht so viel Zeit hat, Sport zu machen, gibt es immer doch wieder die Möglichkeit, vielleicht auch im Büro mal die Treppe zu nehmen oder halt mit dem Rad hinzufahren oder mal ein Stück zu Fuß zu gehen in der Mittagspause und sich nicht nur hinzusetzen, sondern zu sagen, ich laufe einmal um den Block. Am häufigsten genannte Nicht-Beweggründe sind bei den Deutschen zu lange Wege, Zeitmangel und fehlende Motivation. Jeder 4. meint, sich aufgrund einer Erkrankung oder wegen Übergewichts nicht bewegen zu können. Ja, wir haben in unserer Studie festgestellt, dass ungefähr 25% sagen, sie können sich aufgrund von körperlichen Beschwerden nicht bewegen und können sich nicht mehr bewegen. Da muss man medizinisch sagen, das ist natürlich Unsinn, weil natürlich in ganz vielen Krankheiten Bewegung sogar eher positiv ist und definitiv nicht bei 25% der Bevölkerung eine körperliche Schaden vorliegt, wegen dem man sich nicht bewegen kann. Bei 30% der Befragten ist der Tag schon so anstrengend, dass der Feierabend bevorzugt auf dem Sofa stattfindet. Über 3 Stunden verbringt jeder täglich mit Fernsehen, Smartphone oder PC, anstatt sich zu bewegen. Es gibt einen wichtigen Grund, das ist der innere Schweinehund, weil viele zwar wissen, dass man sich mehr bewegen sollte, auch sagen, ich möchte mich eigentlich mehr bewegen, aber doch die Motivation letztendlich fehlt und man doch lieber auf dem Sofa sitzen bleibt, als sich im Freien zu bewegen. Jetzt nach der sportlichen Karriere ist es für mich auch schwieriger geworden, weil ich mir selber einen Plan erstellen muss oder selber sagen muss, ich gehe jetzt raus, ich mache was. Und das war was ich lernen musste am Anfang, mir es wirklich in den Kalender zu schreiben und mir diese Termine festzumachen und zu sagen, ich gehe 4-mal in der Woche an dem Tag oder zu der Uhrzeit zum Laufen oder zum Mountainbiken. Und das hat mir sehr geholfen, auch meinen inneren Schweinehund zu überwinden, weil ich da einfach einen Termin drin hatte. Genau das fällt vielen nach einem langen Arbeitstag schwer. Die TK-Studie zeigt, die Deutschen sitzen täglich durchschnittlich 7 Stunden, jeder 4. sogar 9 Stunden und mehr. Es reicht heute eben nicht mehr aus, dass wir nur individuelle Angebote machen. Wir müssen versuchen, die Versicherten auch in ihrem Umfeld zu erwischen, in den sogenannten Lebenswelten. Lebenswelten wären Betrieb, wäre die Schule, wären Kindergarten. Also da, wo Leute als Gruppe getroffen werden können. Deswegen versuchen wir als Techniker Krankenkasse zum Beispiel in die Betriebe zu gehen und mit Gesamtangeboten für die Betriebe auch die sonstigen Bewegungsmuffel zu erreichen. Bei den Beschäftigten dürfte der TK-Chef damit offene Türen einrennen. 2/3 möchten mehr Bewegung in ihrem Arbeitsalltag. Ganz oben auf der Wunschliste bewegte Pausen, Gesundheitskurse im Betrieb und ergonomische Arbeitsplätze. Aber nur 1/3 ihres Tages verbringen die Menschen im Job. Deshalb appellieren die Initiatoren der Studie auch an jeden Einzelnen, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen.